Grüß euch beim Refit unseres in die Jahre gekommenen Pocket-Katamarans Squib mit Sabina und Peter. Dies sind die Ausführungen eines Laien. Für professionelle Ratschläge lesen Sie Fachbücher oder fragen Sie professionelle Elektriker, Elektroniker oder Bootsbauer. Unsere Werkstatt ist zu klein, um das komplette Dach in einem Stück zu bauen. Deswegen habe ich mich entschlossen, es in drei Teilen zu bauen und anschließend im Freien zusammenzufügen. Dadurch war auch der Transport mit meinem Autoanhänger zur Werft sicher zu bewerkstelligen. Immerhin ist das Dach in seinen größten Ausdehnungen 3,65 Meter lang und 3,45 Meter breit. Heute ist es soweit. Ich werde die Dachplatten montieren und dann mit Epoxy überziehen, sodass sie ihre Form beibehalten. Die Schwierigkeiten wird sein, die Krümmung über die Stoßkanten hinweg gleichmäßig zu gestalten. Ich drehe sie gerade so weit rein, dass der Kopf parallel mit der Oberfläche abschließt. Ich versuche jetzt möglichst genau an der Kante entlang zu schneiden. Beziehungsweise etwas Material drauf zu lassen, weil wegschleifen ist leichter als hingehen. Ich habe jetzt die erste Lage Glasfasergewebe grob zugeschnitten und werde jetzt einmal ausbringen und schauen, ob sie passt. Ja, das schaut ganz gut aus. Ich werde diese Zipfel noch abschneiden und dann mache ich die nächste Lage. Von den nächsten Arbeitsschritten gibt es leider nur Fotos, da es während des Laminierens keinen geschützten Platz für die Kamera gab. Der Vorgang war allerdings der gleiche wie bei den nächsten zwei Lagen, die am Ende des Videos gezeigt werden. Ich brachte zwei Schichten 300 Gramm Glasfasergewebe auf und konnte damit die Form des Daches stabilisieren. Damit sich keine Stufen zwischen den Styrodurplatten bilden konnten, schraubte ich kleine Brettchen darunter, die die Platten parallel hielten. Mit Keilchen wurde der Rand über dem Deckshausunterbau ebenfalls stabilisiert. Ich habe ja ein paar Schrauben einlaminiert, als ich das Dach gemacht habe, und ich konnte alle entfernen, bis auf diese eine, und da ist mir eingefallen, dass ich schon vor circa 2 Jahren diese Dinger da einmal gekauft habe, wie es beim Hofer günstig zum Haben waren. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich funktioniert zum Rausdrehen. Das ist ein Torx 25
und ich habe das ein bisschen ausgenudelt, sodass ich die Schraube nicht mehr rausbringe. Und jetzt bin ich neugierig, ob das mit diesem Werkzeug funktioniert. Also, das schaut nicht gut aus. Ich probiere es ein bisschen schmäler. Gewonnen! Jetzt kann ich es mit der Grindzange rausdrehen. War ein voller Erfolg, da gibt es ein paar Cracks. Aber das ist egal, da schleife ich weg und baue es neu auf. Ich muss sowieso noch ein, zwei Lagen drüber legen. Da spielt das keine Rolle. Und jetzt kann ich das Dach ganz leicht entfernen und auch die Unterseite behandeln. Es fühlt sich auch noch relativ leicht an. Nach dem Aushärten verbrachte ich das Dach für weitere Arbeiten auf unseren Autoabstellplatz. Der erste Teil des Daches ist zwar sehr sperrig, aber vom Gewicht her ist er ohne weiteres zum Händeln. Ich kann das also alleine locker heben und auch manipulieren. Jetzt werde ich auf der Unterseite einmal alle Rillen, die es noch gibt, mit angedeckten Epoxy füllen und auch die ganzen rechten Winkel mit einer Kohlkelle versehen, sodass ich es dann im nächsten Schritt laminieren kann. Jetzt werde ich auch noch die Befestigungsschraube entfernen. Also ein Stückchen abgerissen ist sie auch, aber es schaut hinten nichts raus. Jetzt werden die Kanten hier mit der kleinen Oberfräse, mit der Einhandoberfräse, noch halbrund gemacht, so dass ich, wenn ich dann unten glase, hier eine schöne Kurve drüber bringe. So schaut es jetzt von oben aus. Das Styrodur wurde weggezogen, aber die Oberflächenkrümmung des Laminats hat überhaupt keinen Schaden erlitten. Die Menge ist ein bisschen grenzwertig schon, also der Becher wird schon handwarm.
Heute steht das Laminieren der Unterseite des ersten Dachabschnittes an. Ich habe vor ein paar Tagen bereits überall aus Epoxy Hohlkellen hineingemacht und jetzt werde ich den ganzen Staub entfernen und dann mit der Arbeit beginnen. Aus Resten, die noch relativ lang, aber dünn sind, schneide ich jetzt so Streifen, die ich dann so in die Kanten hinein laminieren kann. Dabei achte ich genau, dass ich immer entlang desselben Faden schneide. Ja, der größere Teil ist jetzt schon mit zwei Schichten laminiert. Und heute stehen noch diese drei kleinen Kassetten auf dem Programm. Die Unterseite ist in den letzten 24 Stunden gut durchgetrocknet. Das Epoxy ist schon hart. Trotzdem lasse ich die Seite noch einen weiteren Tag trocknen, bevor ich ans Trimmern der Überstände gehe. Ich habe jetzt das Glasfasergewebe von der Rolle abgeschnitten, habe etwas großzügiger gemessen auf 2 Meter, obwohl das Dach nur knapp 1,95 mit der Kante ist. Habe das jetzt aufgelegt, glatt gestrichen. Habe hinten geschaut, dass der Rand möglichst gerade ist und werde das Ganze jetzt nach dem Ausstreifen zuschneiden. Da halte ich mich hier 6 cm vom Rand weg, das sieht man hier, damit ich es dann auch hier über die Kante drüber laminieren kann. Bei den geraden Schnitten schaue ich immer, dass ich möglichst entlang eines Fadens schneide. Das weggeschnittene Stück hebe ich dann auf. Das kann ich nämlich hier dann gut zum Zusammenlaminieren von den Dachflächen nach der Montage verwenden. Das gleiche passiert jetzt mit dem zweiten Stück. Je genauer man bei der Arbeit ist, umso einfacher ist es dann zu laminieren. Jetzt nehme ich die zugeschnittenen Stücke einzeln runter. Dann rolle ich sie zusammen, damit ich sie nachher dann gleich über das Epoxy drüber rollen kann, dann brauche ich nicht mehr so viel hin und her ziehen. Bevor ich jetzt endgültig beginne, wird das Ganze noch mit Aceton vom Staub befreit. Dann gibt es noch Einweghandschuhe. Das Epoxy ist angerührt. Ich mache das relativ zügig. Es hat 33 oder 34 Grad. Dadurch ist die Topfzeit natürlich auch etwas verkürzt.
Aber mit dem breiten Pinsel ist das kein Problem. Dort, wo sich die Ecken befinden, mache ich noch Einschnitte. Und wenn ich jetzt mit dem Pinsel noch ein bisschen Epoxy nachbringe, vor allem auf diesen Stellen, wo man noch das Glasfasergewebe sieht, versuche ich das Ganze nach außen zu streifen und zu spannen. Noch ganz kurz zur Menge. Ich habe ungefähr ein Drittel Kilo Harz angemacht. Verhältnis 2 zu 1 oder 100 zu 50 bis 55. Es ist ein bisschen mehr härter als die Hälfte. Zu den Pinseln möchte ich noch sagen, meistens werfe ich die weg nach einmal. Ich kaufe meistens so billige, wo 5 Stück 4 Euro kosten. Wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag wieder große Flächen laminiere, dann wasche ich sie in Aceton aus und weiche sie über Nacht in Aceton ein. Man muss aber bedenken, dass das Aceton auch nicht gerade billig ist und 1 Liter Aceton kostet weit mehr als 5 Pinsel. Zum Schluss, wenn alles schön eingeweicht ist, wird noch mit dem Roller drüber gefahren, um die letzten Luftblasen rauszutreiben. So, jetzt drehe ich ab, ich muss noch Epoxy anmachen und ich will dann die Kamera nicht weiter verschmutzen. Nachdem die erste Lage vollständig getränkt und ausgerollt wurde, kam sofort die zweite Lage Glasfasermatte drauf und wurde ebenfalls mit dem Pinsel, wo es notwendig war, getränkt und mit dem Roller ausgerollt. Ich habe jetzt das Glasfasergewebe. Scheiße, Otto. Ich habe jetzt